Hallöchen und willkommen zurück zu Hearthstone. Es ist schon wieder eine Woche vergangen und wir haben das nächste Kartenchaos hier am Start. Und diesmal bin ich wieder nicht alleine. Ich habe mir wieder mal meine Mitbewohner, den Witte, mitgeholt. Hallo, grüßt euch. So, und zwar geht es bei unserem Kartenchaos diese Woche darum, dass wir wieder mal Portale haben. Das heißt, irgendein zufälliges Deck. 23 Portale sind wieder drin, 7 verschiedene Zauber, immer mal wieder ein paar andere, also dass man das auch nicht so richtig planen kann. Und daher dachte ich, komm, da muss man nichts bauen, ne? Da kann man einfach nur just for fun spielen. Ich lese aber trotzdem mal den Text vor. Diesmal sind die Meistermagier Dalarans zu weit gegangen. Sie haben hunderte von Portalen geöffnet, wählt eine Klasse und besiegt eure Rivalen mit einer Handvoll Zauber und einer ganzen Menge Portale. Also wieder dieses ganz typische Zufallsprinzip. Ihr seht es auch schon, 3 Siege, ich habe vielleicht 10 Mal gespielt oder sowas. Hat richtig Spaß gemacht, nicht. Muss man einfach gucken, wie man irgendwie reinkommt. Wir haben uns überlegt, wir machen 2 Spiele. Genau. Einfach gegeneinander, scheiß drauf, wer gewinnt. So, Kartenchaos, hier herausfordern. Das könnt ihr übrigens, dann habt ihr gerade gesehen, wie ihr das machen könnt, quasi, wenn ihr einen Kumpel habt. So, Digga, was machen wir denn? Was willst du denn spielen? Nein, das sag ich dir jetzt nicht. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Mir ist es eigentlich total Wurst. Ich habe vorhin schon mal eine Quest quasi erfüllt. Das ist mal das Coole bei so einem Kartenchaos, wo es eigentlich scheißegal ist, welche Klasse du benutzt, weil die alle gleich gut sind, beziehungsweise es einfach nur, ich sag mal, ein hoher Glücksfaktor dabei ist, je nachdem, was sie aus den Portalen halt rauszieht. Und, keine Ahnung, ich habe vorhin ein bisschen Paladin gezockt und ein bisschen Priester, weil ich noch eine Quest hatte, ein bisschen Hexenmeister. Du hast schon gewählt? Ich habe schon gewählt. Dann nehmen wir mal Druide, Freunde. Druide. So, 2 Matches. Nicht irgendwie Best of 3 oder Best of 5, was wir schon mal gemacht haben. Einfach nur 2 Matches. Weil, ganz ehrlich, man kann sich hier irgendwie nicht wirklich was drauf einbilden, wenn man so ein Kartenchaos-Spiel gewinnt. Es ist ja auch nur ein Spaßmodus, ne? Spaß genau. Steht hier im Vordergrund. Du nimmst den Hexenmeister. Ich habe den Hexenmeister genommen. Er will ein paar Karten ziehen hier. Ich will ein paar Karten ziehen. So, guck mal. Also, wie von der zweiten an wird er als erstes. Heißt, wir haben den Coin. Das ist schon mal gut. Und Jungs, ich lasse die Karte hier mal auf der Hand, ne? Das ist gar nicht so scheiße. Na bitte, ich habe nur 3 Portale. Hä? Ja. Da tut's dir nämlich. Da tut der jetzt schon. Hat er jetzt schon Angst? Habe ich gehört. So, bei mir ist alles bereit. Bei mir lädt's eine Weile. Auch nicht schlecht. Mal gucken, wann ich das Feld sehe. Im Moment hat auch Battle.net irgendwie mit allen. All seinen Spielen quasi Probleme. Also Diablo habe ich zum Beispiel, zocke ich ja auch mal relativ häufig, also Diablo 3. Und auch da kommt es irgendwie zu technischen Problemen. Ich bin auch in so einem Clan drin, wo es halt viele Hardcore-Spieler gibt. Und die sind im Moment halt nicht gewillt, weiter mit ihrem Hardcore-Charakter da ordentlich zu zocken. Weil wenn er halt rausfliegt, ist ungünstig, Freunde. Wenn er dann stirbt, ist ungünstig für euren Charakter. So, Digga, na, hast du im ersten Zug was? Ich bezweifle es. Nein. Ich bezweifle es. Dann stark. Was ziehen wir denn? Oh Gott. So, ja, erstes Portal hier. Und? Oh Mann, ey. Den will ich gar nicht spielen. Jungs, ich lese euch die Karten nicht vor, damit Witte nicht weiß, was das ist. Obwohl ich euch den Namen vorlese, weiß er trotzdem nicht. So, ich gucke mal. Aber den Typen hier. Er steht erstmal gleich eine Cobra, Alter. Egal, was ich spiele, es ist einfach tot. So, wir gucken mal, was im nächsten Portal drin ist. Nix. Und wisst ihr was, Freunde, damit es nicht so langweilig ist, hauen wir noch ein bisschen Musik rein. So. Was haben wir denn schön? Oh, ein bisschen Soundeffekte hier. Die Frage ist, treffen wir mit einem Mal? Easy, Freunde, easy. Jetzt wird die Cobra auch noch stärker, oder was? Willst du mich hier rollen, oder was? Ich hoffe es. So, ja, wir haben aber. Warte mal, wo hast du es durch? Ah, nee, das funktioniert alles nicht. Ist die Frage. Dann legst du mir jetzt mal bitte was hin. Der ist natürlich nicht schlecht. So, gucken wir uns mal an. Ja, und ich habe das Mondfeier noch gespielt und da mal einen Schaden drauf geschossen. Ich denke mal, dass er mit der Cobra jetzt den 3-5er wegmachen möchte. Und damit ich ihn halt traden kann dann gleich, den 1, der jetzt nur noch 1-2 ist, den Meisterschmied oder irgendwie sowas, ne? Meister Schwertschmied. Nee, ist klar, Alter. MSS, Alter. So, Dinger. Was machst du? Hero Power Karte ziehen oder was? So viele Möglichkeiten.
Ich ziehe es. Also ich gucke erstmal, was im Portal drin ist. Den Spruch vorher, wenn wir den ordentlich mit dem Typen hier einsetzen könnten, ey. Ich habe überlegt, ob wir irgendwie zwei Runden später oder sowas die ganze Kombi hier spielen. Hab mich aber jetzt erstmal dagegen entschieden. Gucken wir mal. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, der ist relativ wenig gespielt. Lest ihn euch mal durch. Na, können wir auch was machen. Sag mal da. Na, Digga, was machst du? Was machst du? Okay. So. Oh, was ist das denn? Verringert die. Den kennt noch niemand. Verringert die Kosten jeder Karte, die ihr zieht, um 1. Der muss weg. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Der muss weg, aber ich krieg ihn nicht weg. Außer. Dieses Mal. Ist auch, der ist auch scheiße. Mann, die sind alle scheiße, Digga. Und ich sag's wie es ist, es sieht nicht gut aus. Ich finde, das ist ein bisschen zu langsam, wenn man nur Portale hat, das Spiel. Dauert mir zu lange eigentlich. Definitiv. Jungs, den brauche ich nicht spielen, der ist zu schlecht. Also wir sind hier gut hinten, glaube ich. Seine Portale werden jetzt auch noch billiger, oder was? Kann aber nicht wahr sein. Kann er wohl überhaupt nicht. Im fünften Zug vor allen Dingen, wo er jetzt noch zwei spielen könnte. Ah, ich hoffe wenigstens, dass du den 5-3er da rein traden musst. Dass unser Sengen ein bisschen was aufhält. Jungs, der sieht nicht gut aus. Wir haben nicht die guten Karten bekommen hier durchs Portal. Er zieht wieder. Wieder nur ein Mana. Ist das ein Ekelpaket, ey. Den kannte ich auch noch gar nicht. 3x3-3. Warum ist der so stark? Episch? Ich weiß es nicht, Freunde. Was sagt ihr zu dem Typen? Ich finde den... Naja. Ich weiß nicht. Vielleicht eine Kombination oder so. Ich glaube, der ist nicht gut. So, ja, bringst du noch was? Oh, ja, bringt noch einen 3-3er, Alter. Was los, mal. Ach du Scheibenkleister. Kriegst du was für 0? Ne, du kriegst was für 3. Für 4. Ne, für 3. Okay, Mann. Das ist nicht verkehrt. Den Bersi. Hätte er das jetzt vorher gemacht, hättest du jetzt schon 4-4er. Ja. Hat er Glück gehabt. Ja gut, ich hab's erst durch Portal gezogen. Achso. Okay. Der muss raus, Freunde. Der muss raus. Wenn man eine Legendary zieht, muss er direkt raus. Aber wir sind gut hinten, Freunde. Das tut weh. Und den will ich nicht spielen, Freunde. Das ist unser Tod, wenn wir den spielen. Das ist unser Tod. Mal gucken. Er kann hier Portale ohne Ende spielen. Hat immer ein Mana mehr sozusagen. Dann in seinem Zug mindestens. Vor allem, wenn er noch eine zieht. Ah, wir brauchen Abräumer, Freunde. Wir brauchen die Kombikarte mit dem hier zusammen. Ach ne, mit dem gibt's keine Kombikarte. Ne, wir brauchen irgendwas. Das könnte uns auch helfen, Freunde. Das könnte uns auch helfen. Jetzt ist auch so ein bisschen die Frage, was der bitte macht. Trade oder alles Face? Man weiß es nicht. Ach du Scheibenkleister. Er bringt einen 7-6er. Er hat Bock drauf. So. Ich habe lange überlegt, ob ich traden soll. Ja, Kane tradet man normalerweise nicht. Ja, eben. Jungs, wir können ihn jetzt... Wir können ihn hochpushen. Ich glaube, ich muss das sonst machen. Ich glaube, ich muss das machen, ansonsten bin ich tot. Dann mach ich auf jeden Fall den Bersi weg. Ansonsten wird er zu stark. Es sieht nicht gut aus. Er kann die beide reintraden. Reintraden. Trady, trady. Nee. Nee. Jungs, ich bin weit hinten. Das sieht nicht gut aus. Ich habe auch gerade den Berserker getradet. Einfach, wir hätten auch den 3-3er traden können, dann, damit er halt nicht immer so eine billigen Karten zieht. Das sieht schon mal unglaublich schlecht aus, weil er jetzt nämlich mit dem 7-6er einfach nur traden kann. Oder mit den zwei kleinen. Da kann er sich natürlich... Ach du Scheiße. Okay, Jungs. Er hat also auch noch Spruchlack. Da kriegen wir natürlich gar nichts hin hier. Nee. Freunde. Also, ich weiß auch nicht, was wir jetzt als Kreatur noch ziehen könnten, damit wir irgendwie irgendwas reißen. Den können wir im übernächsten Zug spielen. Den werde ich wahrscheinlich im übernächsten Zug spielen, Freunde. Da haben wir vielleicht noch eine Chance, aber das ist auch wieder hier... Aber das Gute ist, der Witte bringt nichts mehr. Sieht ihm was so aus? Nein. Die sind auch alles noch zu teuer natürlich, weil seine Diener kosten natürlich jetzt 3 mehr.
Das ist natürlich ein ganz schlechter Spruch, den ich jetzt gezogen habe, weil ich einen A schon habe und B, er überhaupt nichts bringt. Haut erstmal mit Portalen um sich hier. Er sucht. Ey, such richtig. Und ich muss alles bringen und hoffe, dass ich nicht tot bin. Du brauchst 2 Schaden, glaube ich. Ja, du brauchst 2 Schaden. Jungs, was soll ich machen? Wir müssen hoffen, dass er keine 2 Schaden hat. Es sieht nicht gut aus. Und das meine ich übrigens auch mit dem Glücksfaktor. Wir konnten jetzt, glaube ich, nicht wirklich anders spielen. Und ich glaube, auch vom Trade-Verhalten her konnten wir nicht wirklich viel machen. Und wenn er es hat, dann hat er es, Freunde. Also dann können wir halt da jetzt machen. Und dann hat es leider nicht viel damit zu tun, wie ihr gespielt habt, sondern einfach, was ihr für Glück gehabt habt. Oder halt Pech. Ich suche. Du suchst noch? Du hast die 2 Schaden nicht, oder was? Nein. Das ist schon mal gut. Ist schon weg. Und dann haben wir eine Chance, Freunde, weil ich habe eine richtig lustige Idee. Gucken wir einfach mal. Ich weiß übrigens nicht, ob dieser Spruch, wenn man den zweimal spielt, ob der dann zweimal auch wirkt, Freunde, ne? Also wenn einer von uns stirbt. Dass sie dann 2 so eine Typen da beschwört, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Müssten wir mal rausfinden. Oh. Hast du überhaupt einen bekommen? Ne, du hast, du hast, glaube ich, so eine 1-1er kriegst du, ne? Wenn du keine Dämonen im Deck hast, kriegst du so eine 1-1er für einen Mana oder so, ne? Oh Gott. Ja, dann hast du noch viel Zeit hier. Ich verpasse es. Du musst den Schaden schon noch machen. Und okay. Der letzte hat dich angegriffen, ist aber auch nicht schlimm gewesen, Digga, weil ich zeig dir warum. Warum? Wir spielen den Executor! Aha. Ach, der muss ja sterben. Scheiße. Mhm. Ich dachte, doch. Der funktioniert anders. Beeindruckt mich nicht so sehr. Dumm, ne? Der soll doch eigentlich anders funktionieren so. Oh Jungs, oh Jungs! Wir haben eine Chance. Jungs, wir haben eine Chance. Es ist noch nicht verloren. Wir haben sie gezogen, die Karte der Karten. Das Herz der Karten lässt uns nicht im Stich. Also 2 Schaden hätte er jetzt schon mehr machen können. Da wären wir bei 2 Leben gewesen. Und Jungs, wir haben gar nicht so wenig Schaden auf der Bildfläche hier. Das sind immerhin 16 Damage. 17 mit unserer Heldenfähigkeit. Und Jungs, ich kann ihm schon mal sagen, wenn er hier nichts abräumt, dann war's das. Oder auch nicht? Oder auch nicht, Freunde? Naja. Ich glaube, es kommt gleich auf den 50-50 an. Komm doch an, ob du noch was spielst. Mein neues Rezept wird euch gefallen. So. Ach du Scheiße, Jungs. Ach du Scheiße. Und Jungs, wir müssen nachdenken. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig werden. Also, das Erste, was wir machen, ist definitiv dieser Trade. Ja. So. Vielleicht hätte ich ihn noch vorher angreifen sollen. Das war vielleicht ein Fehler, Freunde. Aber ist egal. Auf jeden Fall habe ich gerade habe ich nicht gemacht. Okay, wir müssen auf jeden Fall sie spielen. Ansonsten funktioniert das hier gar nichts. So. Die Frage ist, ob ich ihn wegpushen soll oder nicht. Die Mana haben wir nicht, wenn wir das Portal spielen. Pass auf, wir machen es mal so. Das ist das Schlechteste, was passieren konnte. Das ist ganz schlecht gewesen, Freunde. Jungs, wir lassen ihn ein bisschen Armor kriegen. Mich interessiert die Armor von ihm nicht. Aber wir bringen Alexstrasza, Digga! Was ist da los? Legendary Regen, oder was? Ja. Ich glaube, das reicht. Die beiden Drachen hier, Jungs. Sieht doch eigentlich ziemlich cool aus, ne? Der eine guckt nach links, der andere nach rechts. Der Hunriger und Alexstrasza. Und bitte, es scheint so, als ob er nur Scheiße auf der Hand hat. Ja. Noch nein. Ich meine, unsere beiden Sprüche hier, die sind jetzt erstmal total für den Arsch gewesen. Ich offenbare meine Hand. Du offenbarst deine Hand? Zeig mal. Ach du Scheibenkleister. Stimmt, diese wertlosen Wichte, genau. Diese 1-1er für einen Mana. Wie gesagt, aus dem Spruch, wenn ihr keine Dämonen drin habt, dann kriegt ihr die. Also, das war's. Ja, das, wenn du den noch irgendwo reingejagt hättest, hättest du 13 Leben gehabt. Ich
macht 13, 14 Schaden. Wir gucken mal, ob es noch treffen würde. Nee. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, das war die erste Partie. Schade. War ein hartes Ding auf jeden Fall, war ein richtiges Comeback. Der ärgert mich ein bisschen, ich glaube, ich hätte es eher entscheiden können. Da habe ich leicht falsch gespielt, vermutlich. So, wir wählen nochmal. Also, wir haben jetzt gerade Hexenmeister und Druide gesehen. Was nehmen wir noch? Ja, ich schätze ja mal, er wird ihn hier nehmen, Freunde. Oder ihn. Ihn oder ihn werden wir nehmen. Und ich werde einfach mal ihn hier nehmen. Ich bin bereit, Digga. Zweites Match. Ich überlege noch. Du überlegst noch. Also, wie gesagt, Jungs, meine. Ich denke mal, entweder hast du es Magier oder Schamane genommen, sag ich. Hä? Nee? Nein, beides nicht. Das sind nämlich auch seine Decks, die er quasi hat, ne? Wir sind ja so Free-to-Play-Spieler und da haben wir natürlich jetzt nicht von allen Klassen irgendwelche Decks. Er nimmt sich einen ekelhaften Facehunter. Ja, ja. Ich versuch's. Er versucht ja auch Facehunter. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, und da hat man halt natürlich nicht jetzt alle Klassen vollständig mit allen tollen Dates, mit Control-Dates und Aggro-Dates und Mid-Range-Dates und so. Da hast du, wenn du hochkommst, wenn's hochkommt, hast du da drei Decks. Ne, die halbwegs ordentlich up-to-date sind, vor allem jetzt mit der neuen Erweiterung, die raus ist. Das war's, Freunde. Und bei Witt ist es eher so, dass er so Schamanen und Magier gerne spielt, ne? Oder hast du ein neues? Auf jeden Fall, klar. Nee, das sind die beiden, ne? Nee. Und bei mir ist halt so der Midrange-Hunter. Hexenmeister definitiv mit Zu. Ja, und ein bisschen auf Mech, aber Mech sind. Die waren mal geil. Oh, Digga, du musst auch richtig hart jetzt hier überlegen, oder was? Ja. Und allein, dass er sich diese Karte länger angeguckt hat, Freunde. Die jetzt da oben, die ihr seht. Heißt das, er hat schon mal nur höchstens drei Portale auf der Hand. Ja, ja. Die Calls hier, Digga. Die Tells von ihm. Im Pokersprache hier. Okay, ja, komm, mach mal ein bisschen. Okay. Ja, sorry. Ich muss überlegen. Und die Lester auch, Freunde. Die Lester auch, die ist anscheinend gut. So, ein Mana. Kannst du direkt stecken. Wir spielen jetzt hier einen Schurken, der sich immer diese 1-1er durchmachen kann. Ich habe keine Ahnung, ich mach's auf jeden Fall nicht wegen der Heldenfähigkeit. Ich wollte einfach mal gucken, was der Schurke noch so für Zauberkarten hier so drin hat, was er uns vielleicht irgendwas hilft uns ja vielleicht, ne? Oh. Aber es kommt natürlich wieder auf die Portale an. Er zieht auf jeden Fall erstmal Legendary. Das habe ich ein Gefühl gehabt. Nein. Ach, das kann ich wieder verwerfen. Das Ding, Freunde, da können wir mal im dritten Zug bringen, würde ich sagen. Ach du Scheibenkleister. Das ist doch eigentlich eine Roadkarte, Digga. Warum spielst du denn sowas gegen mich? Okay, 50-50, dass er auf jeden Fall in den 4-7er angreift. Kein schlechter Konter. Ja, ne? Und dann können wir ihn traden. So, die 50-50-Chance, Freunde. Nein. Easy. Easy! Nein. Der war richtig wichtig. So, wir ziehen mal, wir gucken mal, ob wir noch irgendwas Cooles dabei noch ziehen. Nee. Und nee. Okay. Dann kommt der Trade. Das ist ärgerlich. Ich habe jetzt natürlich auf den Argent Commander gehofft, den Paladin-Typi für 2 Mana. Also wir hätten ihn für 0 spielen können, dass wir noch ein Schild aufbauen können. Der wäre natürlich super gewesen. Er holt sich die Netzweber. Er zieht also dann gleich noch eine Wildtierkarte. Natürlich irgendwie bitter aus dem Portal, Digga, oder? Ja. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das gefällt mir. Das ist nicht gut. Er zieht zu viele Karten, Freunde. Das muss mal stoppen. Ach du Scheibenkleister. Wir könnten es jetzt stoppen und ich glaube, ich muss es machen. Oh je. Ich glaube, ich muss es tun. Ich weiß, ich bin wieder fies, dass der Witter regt sich wahrscheinlich ehrlich schon wieder auf. Er regt, der spielt ja wieder nur in Legendaries hier. Ja. Der Innos. Mehr kann er wieder nicht. Jungs, und den Typen, der wird uns auf jeden Fall auch nochmal richtig carryen. Jungs, ich spiele den Mann dann nicht. Ich lasse ihn mal noch auf der Hand, so ein bisschen aus Spaß. Vielleicht ziehen wir nämlich nochmal eine richtige Road-Karte, die irgendwie Damage macht. Dann können wir gut anfangen. Ja, bitte. Er hängt natürlich jetzt Face. Warum? Ganz einfach, weil ich ja die Waffe draußen habe, ne? Also er will lieber den Schaden hier machen, als den Schaden gegen mich. Kann man machen. Und den kriege ich erstmal nicht klein. Frage ist natürlich auch, was er für eine Falle hat. Die gucken wir uns dann gleich mal an. Na, eiskalte, okay. Ja, es wird schwer, jetzt wieder ins Spiel zu kommen. Wie, für mich oder was? Nee, für mich. Okay. Das ist natürlich bitter.
Der ist natürlich richtig bitter. Der ist natürlich richtig bitter, der Kodo. Dann nimm mal, er spielt gegen mich seine Roadcard oder seinen Ninja und ich spiele gegen ihn, das Wildtier quasi, den Kodo. Der kann mir jetzt natürlich perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen, Herz der Karten ist wieder mit mir. Problem ist natürlich, dass wir den jetzt hier nicht wirklich sinnvoll spielen können, ne Freunde, der kostet einfach zu viel. 6 Mana, 2, 4 Ansturm, das bringt nichts. So, wieder, was hast du denn auf der Hand? Zeig mal ein bisschen was. Das gefällt mir nicht. Übrigens, kleiner Fakten nebenbei, wenn ihr bitte hier. Ich mach's trotzdem. Einfach mal meine Kreaturen abräumt. Der Innos, der hat jetzt endlich mal eine PS4, Freunde. Eine endlich. Schöne PS4 hat er sich gegönnt. Was endlich. Ist er denn? Ruf dieses Mal ein Lebrand nochmal, wenn ein feindlicher. Okay. Und ich suche mal noch einen Mech. Na, nimm mal ihn. Freunde. 5 Rüstungen sozusagen für uns, was wir. Eigentlich erstmal nicht brauchen. Also unsere Hand, muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde, sieht jetzt gar nicht so scheiße aus. Aber es ist halt sehr slow. Ihr seht selbst, ich bin bei 35, er bei 29 Leben. Und er spielt jetzt den Hunter auch jetzt nicht wirklich irgendwie so ein bisschen assi, wo er halt immer ständig irgendwie mit der Heldenfähigkeit auf mich schießt und hofft, dass er mich das irgendwie so platt macht. Das kann ich gar nicht machen hier. Nee, ne, das ist bei Portal. Nee. Man will dann eher doch das Portal spielen, oder? Ja, man hat ja sonst keine andere Option. Geht mir halt ähnlich. Und so Witter hat hier anscheinend irgendwie so ein Kartenzieh-Deck erwischt. Du kommst mir jedenfalls vor. Ja. Bringt mir nicht viel. Und ich sage es und ich zieh ihn hier. Okay! Boah. Können wir so lassen. Und wie gesagt, ich spiele nur mit Legendaries. Ich weiß nicht, warum du nicht mit Legendaries spielst. Ich spiele nur mit Legendaries. Immer wenn einer von dir stirbt, krieg ich einen 2-1er Lepranum. Der neue Facehunter ist geboren. Den krieg ich nicht weg. Den kriegst du nicht weg? Das sieht schon mal gut aus. Also wir haben wieder, ne? Also das war jetzt wieder nicht spielerisch irgendeine Klasse oder sowas, Freunde. Das war einfach nur reines Glück. Vor allem, dass der Typ halt nur 6 Mana kostet. Oh, die Nordmeerkrake. 4 Schaden, wenn sie reinkommt. Gar nicht schlecht. Jetzt kann er den Lepranum noch tauschen, wenn er will. Und dann krieg ich ja nochmal einen. Digga, ich... er macht das so. Ich habe überlegt. Du bist ja ein Ekel. Ist das eigentlich ein Mech? Nein. Das ist ja schon richtig bitter, Freunde. Das ist ja richtig bitter. Der Typ ist auch noch ein Mech. Oh. Machen wir erstmal den hier. Aber ich dachte, das wäre eine eiskalte Falle. Wir... töten ihn noch? Ich will auch gar nicht das Spiel jetzt so schnell beenden, Freunde, deswegen versuche ich mal hier den Trade zu machen. Dass er noch wieder ein bisschen reinkommt. Wollen wir noch irgendwas in unser Deck mischen, Freunde? Den hier, Freunde, nachher. Wie soll ich hier wieder reinkommen? Ich weiß nicht, hier ist er erstmal. Wer ist er denn? Fügt euren Nieren einen Schaden zu, wenn ihr diese Karte zieht. Ja, zieht ihr mal nicht, mein Bruder. Oh Gott, Freunde, haben wir einen Burst auf der Hand. Freunde. Also, es sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus für uns. Er ist zwar noch bei 27 Leben. Und ich meine, so starkes Zeug haben wir jetzt auch nicht irgendwie auf dem Board. Er muss halt nur mal ein bisschen Glück haben mit seinen Portalen jetzt hier. Ganz ehrlich. Und da hoffe ich auch für den Witter, dass er so ein bisschen jetzt gegenhalten kann. Das, was wir auch machen können, wir können ihn auf ihn spielen, ne? Das wäre auch noch eine Idee. Wenn wir ihn auf den Leroy spielen, das ist, glaube ich, auch relativ ekelhaft. Okay, das ist eben eine neue Legendary. Führt jedes Mal einem zufälligen Feind 3 Schaden zu, wenn ihr diesen Diener als Tier eines Zaubers wählt. Das ist, glaube ich, in einem Hunter-Deck nicht wirklich sinnvoll, oder? Das ist nicht Tier eines Zaubers. Ziemlich viel nicht sinnvoll. Hunter ist nicht deutsch, ne? Ja, und wir haben halt den Taunter. Beende es bitte. So schnell du kannst. Hier komme ich nicht mehr rein. Ich glaube, ich noch 2 Züge. So, er auf ihn. Brauchen wir jetzt was Neues.
So, wie traden wir ihn hier? Wir können den traden. Den traden. Dann können wir den lassen. Ich denke, man macht jetzt zwei Schaden auf alle. Nee, Irreführung. Du Sau, Alter. Jungs, wir traden mal. Dann spielen wir den, weil der einfach unglaublich stark ist. Ihn auch noch. Und Leroy Jenkins, Freunde. Du siehst ihn ja, Legendaries Ruin. Jungs, ihn will ich aber noch spielen, aber ich will auch einen Zauberspruch dafür ziehen noch. Also nächsten Zug haben wir noch eine Chance dazu. Also wir haben natürlich viel bessere Karten gezogen, ihr seht selbst. Genau, das ist das Problem bei Leroy, der wird nächste Runde weggetradet, aber man hat schon mal 6 Schaden auf dem Kopf gemacht. Das ist definitiv vorteilhaft. Ich spiele jetzt ja auch nicht unbedingt perfekt, ne? Freunde, ihr seht selbst, die ganzen Trades waren jetzt nicht unbedingt die besten. Geht einfach nur darum, dass wir ein bisschen Spaß haben. Ich will auch, dass Witte vielleicht noch ein bisschen ein paar Sachen spielt. Das ist natürlich jetzt wieder eklig. Kann ich wieder das beides hier nicht spielen, Freunde. Er hat einen Voidjin. Ich weiß nicht, warum du es darauf machst. Auf ihn wäre es sicherlich sinnvoller gewesen. Oh Gott. Der war geil. Okay, der Fehler, Freunde. Oh Gott. Der war bitter. Und der spielt hier Geheimnisse über. Du kriegst nur Geheimnisse von ihm, Hunter, oder was? Aber was habe ich dir jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Du hast jetzt die Power. Verschenkt. Man kann es so sagen, ja. Oh Gott. Ich kann nicht wirklich was machen, Digga, ne? Ich kann ihn hier noch spielen. Wieder eine Legendary. Obwohl es beschissen ist, muss man dazu sagen, aber. Jetzt rufst du einen scheiß Bären oder was? Ja, was soll ich denn machen? Lächerlich, Mann. Was soll ich denn machen? Gut, ich meine, sag mal so, jetzt kann er natürlich. Wir haben ja noch unsere Todeswaffen, haben wir ja noch hier, Freunde. Jetzt kann er natürlich nochmal ein bisschen gegenhalten. Kampfschrei verleiht einem Diener Spot. Du Ekel! Was ist das denn für ein Kombo? Die Kombo, Freunde, die habt ihr bestimmt noch nicht gesehen. Wo Sport, Kampfschrei, Faller, M-Diener, Sport und dann mit dem schwarzen Ritter. Und jetzt müssen wir uns vielleicht mal wieder ein bisschen strecken. Obwohl es eigentlich okay aussieht. Er macht den Trade für mich, das ist schon mal super. Hier ist noch rein. Ja. Das ist klares Kartenplus. Freunde, da gehen wir jetzt einfach ab wie Frittenfett, oder? Na, gucken wir einfach mal. Wir müssen Maligos gar nicht spielen, Freunde. Es reicht auch so. Wir haben einen 4-2er Pegel, der schon 3 Karten, glaube ich, aus 4 Zügen gezogen hat. War nicht schlecht, der Junge. So, Digga, kannst du noch was gegen setzen? Guck mal meine letzte Karte an. Kannst du noch was gegen setzen? Oh, er hat ihn auch! Aber er bringt mir nicht viel. Schade. Ah, 0-2 ist bitter. Ja. Ich guck mal noch, Maligos. Hätte ich noch gehabt. Die ganze Zeit auf der Hand. Den Typen auch noch. Und ich könnte mir jetzt noch Maligos ein paar Mal reinmischen. Und dann, Freunde, soll's das auch gewesen sein. So, am Ende der Folge mache ich natürlich noch gerne noch ein paar Packs auf. Ein normales Pack, einfach von Kartenchaos, Herausforderungen und ich habe mir noch, weil ich natürlich ein paar Quests dadurch erledigt habe, noch ein neues quasi, Freunde, gegönnt. Ja, bitte, wie hat es dir gefallen, Kartenchaos? Magst du sowas? Naja, es ist manchmal ganz unterhaltsam, aber Fan davon wäre ich wahrscheinlich nicht mehr. So, also erstes Pack, Jungs, ihr seht selbst, Rotze. Jetzt die neuen Karten, ich habe vielleicht 5 Packs bis jetzt geöffnet oder sowas, da kann auf jeden Fall was drin sein. 2 blaue, eine epische. Das Totem auf jeden Fall, das auf jeden Fall immer in jedem Totenschamanen gespielt wird. Ich weiß nicht, wie oft ich schon habe. Das Wildtier, es ist halt eigentlich ganz. Ich finde so eine Karte eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es einfach mal ohne Fähigkeiten und so sind, aber. Nicht so dolle. Den Druiden-Spacko, den braucht man definitiv auch. Golden übrigens, den Typen, der Spott macht, den du gerade gespielt hast, bitte. Ja. In Gold. Und die epische. Den Frostriesen. Ich glaube persönlich nicht, dass der gespielt wird. Der ist nicht so gut. Kostet ein weniger für jeden Einsatz eurer Heldenfähigkeit im Spiel. 10 Mana, 8, 8. Also wenn ihr die Heldenfähigkeit 5 Mal verwendet, kostet er halt 5 Mana.
Ihr könnt ihn übrigens auch später ziehen, das ist gut daran. Also ihr müsst ihn jetzt nicht auf der Hand haben und dann die Heldenfähigkeit benutzen. Aber ansonsten ist der einfach den über den anderen 8-8ern, ich glaube, schwerer zu spielen. Gut, Freunde, das soll es gewesen sein für die Woche. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, hat ein bisschen länger gedauert, aber mal ein bisschen abwechselnd zu, einfach nur den irgendwelche Randoms zu spielen. Ich bin raus, bitte alle letzte Wort. Ja. Macht's gut, Jungs.